Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Far Cry Primal. Ich bin wieder hier. Ich hatte versprochen, ich bin wieder hier und jetzt bin ich wieder hier. Hat ungefähr nochmal so 5 bis 10 Minuten gedauert, bis ich hier war. So, gut. Dieses Mal werde ich versuchen, diesen Pfeil anzuzünden und darunter zu schießen. Und diesmal werde ich versuchen, nicht mit dem Kopf auf dem Floß zu landen. Na, also, das hat ja schon mal geklappt. Ich habe mir hier den Kopf angehauen beim letzten Mal. Ich bin schmerzhaft dann im Wasser gestorben. Ich bin dann schneller ertrunken als verblutet. Das hat man nicht. Also, es war dann schon. Ja, es war schmerzhaft. Also, es war schon unangenehm, das Gefühl, sag mal was. Gut, wo geht's lang? Ich sehe nichts. Oh nein. Ist da irgendwas Böses drin? Hey, Momentchen mal. Momentchen mal. Da versucht mich etwas zu verarschen. Nicht mit mir. Aha. Okay, es verarscht mich. Wo sind wir? Jetzt gerade ganz, ganz dezent verdutzt, weil ich nicht genau weiß, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Weg laufe oder den falschen. Ich sehe auch gerade gar nichts. Enterhaken. Sind wir da nicht? Ne, sind wir nicht. Wieso kann ich da meinen Enterhaken nicht dranhängen? Wieso kann ich... Achso. Manchmal vergesse ich so Kleinigkeiten. So, da ist schon mal die Hand. Dann haben wir ja schon mal die Daija-Hand. Jetzt fehlt ja nur noch. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es da oben rausgeht oder nicht. Ah, was war denn das? Haben mich jetzt die Eiszapfen erwischt? Gruselig. Ach nee, ist nicht wahr. Ich bin jetzt. Oh, Rotelchhaut, sehr schön. Oh Gott, ich bin wieder hier. Ja. Gut, das hat schon mal gesessen. Da. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal die Daija Hand. Was ist da noch drin? Irgendwas Interessantes? Nee, Tierfell. Okay. Wir haben die Hand. Wir sind das letzte Mal nach rechts. Wir gehen jetzt nach links. Mal gucken. Müssen wir ein bisschen schneller schwimmen. So. Ah, irgendwie Gift. Ah, oh, shit. Hä? Oh. Oh. Okay. Eins, zwei, drei. Los! Ich kann nichts sehen. Oh, Gott verdammt, warum muss man da jedes Mal durchrennen? Ah, da leuchtet's verdächtig blau. Überall verdächtig blau. Erstmal feuern. Feuer. Feuer, Feuer. Das ist ein Lagerfeuer. Feuer. Das Lagerfeuer. Feuer. So. I'm walking on Feuer. Nee. Ah. Hallo. Und wir haben eine neue Höhlenzeichen. Was ist es diesmal? Wir sehen, das sind Venger, die von... Ich würde mal schwer behaupten, das sind Udam. Es könnten allerdings auch die Isila sein. Ich bin mir nicht sicher, aber sie werden bös in die Mangel genommen. So, die Höhle ist abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch hier raus. Irgendwie. Irgendwie hier raus. Ich hätte ja fast gesagt, denselben Weg wie wir reingekommen sind, aber hier sieht es auch gut aus.
Irgendwie kommen wir bestimmt hier raus. Aha. Bits. Ach, hier sind wir. Okay. Das siehst du, da hätten wir erst die Höhlenmalerei holen können. Wollen, tun, müssen. Weiß nicht. Aber egal. Wir haben beides. Die Höhle ist abgeschlossen. Tägliche Rohstoffe sind verfügbar. Alles ist tutti. Ab nach oben. Und dann können wir auch schon wieder raus hier aus der Höhle. Ich meine, diese Höhlen sind lustig. Also, es ist zumindest cool, mal sich drin umzuschauen und so. Und all solche Sachen, mal was zu entdecken, auf jeden Fall. Halt auch die Geschichte, was da so passiert sein könnte, was nicht. Es ist schon, es ist alles interessant, auf jeden Fall. Aber ich bin eigentlich viel lieber hier draußen einfach. Ich schaue mir gerne die Aussicht an, auch wenn man jetzt gerade nicht viel sieht. Und, ja. Es ist halt einfach so. Okay, hier oben sieht es nicht so aus, als könnten wir hin. Das kann gut sein, kann schlecht sein. Weil hier weiß ich, das sieht man auch. Hier ist auf jeden Fall noch ein Gebiet, wo man hin kann. Ob hier irgendwas Spezielles ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde sagen, als nächstes steht wirklich der Außenposten hier an. Wir gucken, wie wir hier wieder runterkommen. Am besten ohne uns alle Knochen zu brechen. Kann ich da... Ja, kann ich. Ja, runter geht zum Glück immer schneller. Kommen wir hier runter? Ja, vielleicht. Ich will kein Risiko eingehen. Das wäre, glaube ich, Selbstmord, wenn wir da runterrutschen. Ich bin mir immer so unsicher, es tut mir leid, aber... Wenn ich jetzt einen Fehler mache... Jetzt baue ich wieder am Arsch der Welt. So. Wir gehen den sicheren Weg. Irgendwo wird es ja hier ganz normal weitergehen. Wir sind ja auch hochgekommen. Ich glaube, jetzt ist es ungefährlich. Ja, da unten sind zwei Udam. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ja. Sowas mag ich überhaupt nicht. Oh, die treffen gleich aufeinander. Wir müssen helfen. Müssen helfen! Erwischt. Das mit die Splitter ist schon geil irgendwie. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Oh nein. Naja, zieh dich ruhig zurück. So, wir haben noch 96 Meter bis da vorne hin. War da auch wieder, warte mal, war bei diesen Lagern eigentlich Bonus XP für Schleichen, ja. Okay, Bonus XP fürs Schleichen, kein Problem. Oder doch ein Problem. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, wo ist denn der Jaguar? Hä? Hallo? Hä? Ist mein Controller-Stick im Arsch? Irgendwie merkwürdig. Ich konnte gerade nichts auswählen. Sehr merkwürdig. So, ich muss hier erstmal scouten, weil ich nämlich keine Ahnung habe, wie viele Gegner hier überhaupt auf uns. Echt jetzt. Echt jetzt. Das ist so ein Ding. Okay, da sind schon mal zwei. Können wir denn da nicht irgendwie tiefer? Gibt es da noch einen zweiten Eingang? Vielleicht hier vorne? Da sehe ich jetzt nichts. Oh, das ist schon wieder so ein ganz mieses Lager in den Berg rein. Ich meine, das ist absolut mies, weil ich da von hier aus nämlich überhaupt nichts machen kann mit meiner Eule. Außer das. Das war eine Frau. Also ich wollte eigentlich jetzt keine Frau unbedingt mit der Eule töten. Das war ein Unfall. Ihr wisst ja, wie sowas ist. Es geht ganz schnell manchmal. So, zwei weniger. Da war gerade noch irgendwo einer. Irgendwo hier war gerade noch einer. Zeig dich.
Zeig dich! Aha. Zeig dich nochmal! Oh Gott, seht mal auf die Karte, wie viele. Das sind nicht wenige da unten. Ich weiß nicht, wie wir da stealthmäßig reingehen sollen, ohne dass wir das halbe Lager alarmieren. Ah, oh, das ist nicht normal. Wie soll ich denn da runterkommen? Also, ich weiß, wie ich runterkomme, ja. Aber wie soll ich denn da heimlich agieren? Hm? Nee. Ich guck nur mal von... Oh. Puh, das war knapp. Der hätte uns beinahe gesehen. Ja, den haben wir. Den kann ich nicht sehen, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, wen ich überhaupt hier richtig sehen kann und wen nicht. Das ist echt blöd. Dich kann ich sehen. Ja, der ist weg. Und da ist noch irgendwo einer. Irgendwo da ist noch einer. Ich sehe nicht. Wie immer. Da sind schon ziemlich viele tot. Aber leider noch nicht alle. Der da, der liegt da so blöd rum. Den erwische ich ja von hier aus gar nicht. Wo sind die anderen zwei? Da waren gerade noch zwei Stück. Die sind jetzt gerade irgendwie abgehauen. Ah, hier ist der Haupteingang. Okay, hier ist der Haupteingang. Sehr schön. Das heißt, wir können von... Okay. Das war... Haarscharf war das. Ah, wirklich haarscharf. Oh. Mist. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich Depp. Oh Kacke, was habe ich getan? Ich bin so ein Blödmann manchmal. Ja, Gegner in der Nähe wurden gerufen, ich weiß. Ja, ja, ist ja gut. Hör auf, mit deinem blöden Horn da rumzutrufen. Ich glaube, es hackt. Au. Nein. Nicht töten. Nicht. Ist böse. Au, au. Ich muss mich heilen. Ich muss die irgendwie einzeln umbringen. Ich sehe nichts. Das ist das Problem. Ich muss mich gerade voll konzentrieren, aber ich sehe nichts. Der fuckt die ganze Zeit hier rum. Ah, das ist ja nicht mehr normal. Schnauze! Kann ich das nicht irgendwie... Nein, ich wollte nicht anzünden. So, du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Wo noch? Du bist weg. Die Jaguar. Steh auf. Nein. Scheiße. Mist. Wo kommt der denn jetzt her? Immer die Dicken. So, jetzt bin's nur noch du und ich, mein Freund. Scheiße. Gib schon endlich! Gib auf! Los! Hör auf! Werde ich nicht! Stirb! Oh, der wollte gerade ausholen. Ich glaube, ich kann mich bald nicht mehr heilen, wenn es weitergeht. Ja! So, wo ist das? Wo ist das letzte Arschloch? Wo ist der? Ich weiß, er war hier irgendwo. Zeig dich. Komm schon. Ich hab dich gehört. Hä? Hä?
Wo ist der? Kann ich das nicht irgendwie kaputt machen? Da sind hier viele Leichen. Wo ist der? Da bist du. Ich habe mich schon gefragt, wo du bist. Boah, das Lager war jetzt überhaupt nicht easy. Klar, jetzt kannst du reinfliegen heute. Weißt du, wohin hätte ich so gebraucht in der Höhle hier? Aber nö. Die hat sich gedacht, pff, warum denn? Ich bin doch nicht blöd und fliege in eine Höhle voller Feinde. Ich warte lieber, bis er sie alle getötet hat. So, jetzt muss ich nämlich erstmal wieder hier alles zusammenlooten, weil da sind gerade ein paar viele X'e auf dem Boden. Und die haben auch größtenteils Equipment von mir im Körper dabei. Udam-Maschmeier. Ja, ja, Udam-Maschmeier. Wir wissen's. Die Udam, die Maschmeier. So, greifen wir noch ein paar Leichen zumindest ab. Das ist dann nicht verkehrt, weil ich muss den ganzen Fleischvorrat, den ich jetzt verbraten habe, mal wieder reinholen. Ja, das holen wir uns auch. Das holen wir uns ganz easy, weil wir es können. Mach dich vom Acker, das ist meins. Ich hab's getötet. Ich darf's essen. Nee, aber ich darf's zumindest looten. Ja, Knochen brauchen wir nicht. Ja, das war's jetzt größtenteils. Hier liegen noch so zwei Fuzzis rum oder so. Ja, okay, es sind da noch ein paar, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Das Fleisch ist mir eigentlich am wichtigsten. Fleisch ist gut. Fast voll. Okay. Feuerstein. Alles klar. So, hier war doch noch irgendwo was. Da. Nordzeder. Ah, super. Das hat sich ja vollends gelohnt, meine Freunde. Vollends. So. Keule anzünden. Nein. Ach, so einfach geht das. So, durchsuchen wir noch ein bisschen das Fleisch hier. Und jetzt gucke ich mal auf die Karte. Na also bitte. Jetzt haben wir hier zumindest schon mal einen richtig schönen großen Teil erobert, würde ich mal schwer behaupten. Da fehlt nicht mehr viel, dann sind wir ja auch schon wieder hier im südlichen Bereich. Ich weiß ja nicht genau, wie weit es hier hintergeht, also man sieht, da ist noch ein richtig schön großer See, ist es, glaube ich. Das sieht aus wie diese Eistundra, die wir immer mit unserem Geistermammut durchflogen sind. So sieht es aus. Ich weiß auch nicht genau, warum die Quest hier jetzt eigentlich nicht mehr weitergeht. Ob ich die jetzt alle geschafft habe oder nicht, das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht muss ich erst höheres Level werden oder irgendwas freischalten, dass das dann weitergeht. Das weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, sagt es mir einfach in den Kommentaren. Das war diese Quest da, die Legende des Mammuts. Da haben wir jetzt, glaube ich, nur 3 Aufgaben erfüllt oder so. Und auf einmal, ja, ging es da halt nicht mehr weiter. Jetzt weiß ich auch nicht, was damit ist. Vielleicht müssen wir auch mehr Aufgaben erst für den Schamanen erfüllen. Weil hier haben wir ja schon wieder die nächste Aufgabe. Das könnte, in Anführungsstrichen, was damit zu tun haben. Aber ich bin mir da nicht sicher, wirklich. Ich kann es nicht genau sagen. Und, ja. Würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal eine kurze Pause. Und nächste Folge widmen wir uns dann mal so hier oben in der Ecke, denke ich mal. Und arbeiten uns dann mal hier so vor. Und machen dann wirklich mal wieder eine Hauptmission, weil sie halt gerade in der Nähe ist. Ja, würde ich mal schwer behaupten. Und den Außenposten hier holen wir uns auch noch. Gut, dann verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut, ciao.